Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe. Dafür haben wir hier einen BMW X5 aus 2014 mit 100.000 gelaufen. Bei diesem Fahrzeug war das leider so, dass bei der Laufleistung und bei erster Hand war der Verschleiß des Getriebes so stark, dass nicht nur eine Spülung nicht mehr ausgereicht hat, sondern die Mechatronik musste komplett getauscht werden. Und zwar bei 100.000 und ein Fahrzeug, was aus erster Hand war. Damit euch sowas nicht passiert, muss man schauen, dass man die richtigen Maßnahmen tritt für ein Getriebe, damit das nicht kaputt geht. Und genau das musste hier gemacht werden. Das heißt, der ganze Kostenapparat war um die 3.500 Euro, um das Getriebe vom Kaputtgehen zu retten. Das heißt, wir reden nicht über das gesamte Getriebe, sondern die Mechatronik mit den Dichtungen, die dafür sorgt, dass das Getriebe halt schaltet. Und das Getriebe hat aber bis dahin normal geschaltet. Das heißt, man hat das nicht wirklich gemerkt. Deswegen, wie haben wir das in dem Fahrzeug festgestellt? Anhand der Adaptionswerte von dem Automatikgetriebe kann man sehen, wie ist der Zustand des Getriebes. Die Adaptionswerte kann man aus dem Getriebe mit dem BMW-Tester auslesen und der Getriebehersteller ZF gibt Adaptionswerte und Sollwerte. Das heißt, dass man sehen kann, wie viel sollen die Werte sein, was bedeuten die Kupplungsfülldrücke, was bedeuten die Schnellfühlzeiten. Wenn ihr so ein Fahrzeug zum Beispiel wie das hier kauft, oder wenn ihr so ein Fahrzeug halt fahrt, muss man halt schauen, dass man die richtige Maßnahme trifft. Normalerweise würde man denken, bei der Laufleistung oder bei dem Baujahr würde man mit einer Getriebespülung alleine auskommen. War aber nicht der Fall. Das heißt, es gibt verschiedene Wartungen, verschiedene Maßnahmen und die müssen individuell entsprechend des Zustands des Fahrzeugs halt angewendet werden. Wie kann ich erfahren, wie ist denn mein Zustand und was ist die richtige Maßnahme für mein Fahrzeug? Dafür bieten wir eine Fernwartung an, das heißt, wir schicken euch ein Kabel zu. Ihr braucht einen Laptop mit Windows und Internet. Wir können uns auf euer Fahrzeug einloggen, zugreifen über dieses Kabel und wir können das Fahrzeug prüfen. Wir prüfen Komponenten des Motors, dass man weiß, was ist mit meinem Motor los, gibt es da irgendwelche Handlungsbedarf, dass ihr euch dann ein unabhängiges Angebot bei der Werkstatt in eurer Nähe halt holen könnt, wenn irgendwo Handel sein sollte. Wir können Adaptionswerte zum Beispiel für Automatikgetriebe anschauen und euch sagen, was ist die richtige Maßnahme. Dann könnt ihr jemanden finden, zum Beispiel bei euch in der Nähe, der das halt für euch erledigt, damit man nicht einfach eine Getriebespülung macht, wo man vielleicht ein paar hundert Euro mehr investiert hätte und man hätte das Richtige gemacht, was tatsächlich was bringt. Genauso können wir auch über dieses Kabel auch Updates machen, modifizierte Kodierungen und halt auch sowas wie eine Leistungssteigerung, damit man einfach weiß, was man mit dem Fahrzeug hat. Wir werden in dem Video gleich zeigen, welche Maßnahmen es zum Getriebe gibt, wie ein Getriebeschaden passiert und wie man das alles vermeiden kann. Wir wollen einen Getriebeschaden vermeiden, weil wenn man auch ein Getriebe instand setzt, ist das Getriebe niemals so, wie es ab Werk war. Ein generalüberholtes Getriebe wird nicht komplett alles neu gemacht, sondern es wird das Defekte instand gesetzt oder ausgetauscht. Die anderen alten Teile bleiben weiterhin erhalten. Aber was heißt überhaupt ein Getriebeschaden? Ein Getriebeschaden heißt, dass die Lamellenkupplungen des Getriebes, das sind solche Kupplungen, davon haben wir sehr viele, die sind ungefähr so lang insgesamt, diese ganzen Pakete, die verschleißen. Das heißt, irgendwann ist diese Beschichtung halt weg. Das sieht dann so aus wie hier. Ihr seht, wir haben hier keine Beschichtung mehr, die ist halt verschwunden. Ich mach das mal so. Genau, hier kann man das besser sehen. So. Das ist ein Getriebeschaden. Wenn das passiert, werden diese Pakete dünner. Die sitzen im Getriebe selber, das heißt, hier drinnen sitzen die. Hier sieht man ungefähr so lang ist das Ganze. Und dadurch gehen auch weitere Komponenten kaputt. Das ist ein Getriebeschaden. Und den wollen wir vermeiden. Und wir wollen natürlich auch vermeiden, dass ihr die falschen Maßnahmen für euer Getriebe trefft. Wenn ihr ein Getriebe instand setzen lässt, muss man auch differenzieren. Wenn ein Getriebe kaputt geht, gibt es Späne, gibt es Sachen, die kaputt gehen und die gehen kaputt wegen einem Druckverlust und dazu gehe ich gleich einmal ein. Das heißt, wenn man ein Getriebe repariert, muss man auch die Mechatronik ebenfalls reparieren oder austauschen und genauso den Wandler. Deswegen, und das ist dann reden wir über Kosten von 6.000, 7.000, 8.000 Euro. Eine Getriebeinstandsetzung, wo nur die Lamellenkupplungen getauscht werden,
ist eine ganz andere Hausnummer. Deswegen bekommt man auch nur auf sowas zum Beispiel ein Jahr Garantie. Und wir reden von Kosten von ungefähr 3.000 Euro. Deswegen, da muss man differenzieren. Deswegen sollte man dafür sorgen, dass das Getriebe einfach möglichst lange lebt. Wie können wir das bewerkstelligen? Und zwar, indem wir dafür sorgen, dass wir keinen Druckverlust im Getriebe haben, beziehungsweise die richtigen Maßnahmen treffen. Wenn wir zum Beispiel ein technisch funktionierendes Getriebe haben, dann sollte man bei 80.000 das Getriebe spülen. Woher weiß ich, ob ich ein technisch funktionierendes Getriebe habe? Anhand der Adaptionssätze vom Getriebe. Wir haben Kupplungsverdrücke und die Schnellfüllzeiten. Und die sagen uns, wie viel mehr Druck muss ein Getriebe aufweisen, um die Gänge zu schalten. Das heißt, um die Lamellenkupplung zusammenzudrücken. Wie viel mehr Druck muss es aufbauen? Und er sagt uns, wie viel Zeit es dafür braucht. Und anhand dieser Werte kann man beurteilen, was ist die richtige Maßnahme. Wenn wir zum Beispiel alles in Ordnung im Getriebe ist, ist es wichtig, dass man auch vernünftige Teile verwendet. Das heißt, originalen Filter inklusive Ölwanne, kein Zubehör. Originales Öl ist auch sehr wichtig, weil das Getriebeöl oder das Verteilergetriebeöl ist sehr besonders. Das hat die Eigenschaft, dass die Lamellenkupplungen, das ist wie eine Art Klebstoff. Dadurch kleben die besser aneinander, weil wir haben keine Partikel und wir haben bestimmte Additive drin. Und dadurch haben wir natürlich weniger Verschleiß im Getriebe. Ist aber zum Beispiel bei euch ein Druckproblem vorhanden, dann muss man wissen, wo ist das Druckproblem her? Also wo befindet es sich? Es kann mehrere Ursachen haben. Wir haben zum Beispiel zwischen der Mechatronik, die die Gänge im Endeffekt schaltet, und dem Getriebe haben wir Gummikomponenten. Hier sieht man zum Beispiel die Gummikomponenten. Die verschleißen. Warum verschleißen die? Weil nicht jedes Auto ist identisch. Das eine Auto fährt zum Beispiel nur Stadt. Dadurch haben wir natürlich mehr Verschleiß, auch wenn das Auto vielleicht 50.000 oder 60.000 gelaufen hat. Das andere Auto hat 100.000 gelaufen und fährt zum Beispiel nur Autobahn. Dadurch ist das halt im ersten oder nur in einem Gang permanent und dadurch ist der Zustand des Getriebes halt besser. Wir haben sehr, sehr viele Fahrzeuge mit wenig Laufleistung, 60.000, 70.000, 80.000, wo eine Getriebespülung einfach nicht mehr ausreicht, weil das sind Leasingrückläufer oder die haben eine Anhängerkupplung oder werden aggressiv irgendwo gefahren und wir haben schon einen sehr hohen Verschleiß. Deswegen kann man das anhand der Jahre oder sozusagen der Laufleistung nicht pauschalisieren. Man kann nur anhand der Adaptionswerte sehen, was ist da genau los. Deswegen eine mögliche Ursache von Druckverlust sind die Dichtungen. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel die Dichtplatte in der Mechatronik. Das ist die Mechatronik. Wir haben zwei Hälften. Wir haben hier eine Dichtplatte. Das heißt, die Dichtplatte sorgt dafür, dass die einzelnen Bereiche der Mechatronik voneinander getrennt sind. Das heißt, dieser Bereich zum Beispiel ist getrennt von dem Bereich. Das wird bewerkstelligt durch eine Art Gummibeschichtung. Und diese Gummibeschichtung, die geht kaputt, hier oder hier. Dadurch gelangt Öl dahin, wo es nicht gelangen sollte. Und dadurch haben wir wieder einen Druckverlust und die Lamellen werden nicht richtig zusammengedrückt. Eine weitere Möglichkeit ist ein metallischer Verschleiß. Dazu komme ich gleich nochmal. Wir werden eine Mechatronik mit euch zusammen instand setzen, das heißt durchbohren, eine Erweiterung machen. Das heißt, wir haben hier einen Kolben. Die Kolben, die bewegen sich permanent in der Mechatronik. Die bewegen sich so, wir haben hier Kolben, wir haben hier Kolben, überall Kolben. Und diese Kolben und das Gehäuse, die verschleißen. Warum verschleißen sie? Weil zum Beispiel das Öl nicht qualitativ hochwertig ist und weil wir zum Beispiel Lamellenabrieb haben, so wie hier zum Beispiel. Diese Mechatronik, wo wir das her haben, hat vor drei Monaten hat es eine Getriebespülung erfahren. Und ihr seht, wie viel Dreck in der Mechatronik ist. Das heißt, durch eine Getriebespülung wird der Dreck in der Mechatronik nicht raus, kriegt man nicht raus, weil das ist halt hier dicht. Durch diesen Lamellenabrieb, der nicht magnetisch ist, sorgt dafür, dass hier ein Verschleiß entsteht und dass wir nicht mehr die Kompression haben, die wir haben sollen. Das heißt, um sicher zu gehen, wenn ihr Adaptionswerte habt, die nicht in der Norm sind, um sicher zu gehen, dass ihr sozusagen lange was vom Getriebe habt, ist die beste Maßnahme, dass man erstens die Dichtungen tauscht zwischen Mechatronik und Getriebe, zweitens die Mechatronik zerlegt und einmal diese Dichtplatte austauscht. Dritte Geschichte ist, dass man die Mechatronik natürlich reinigt
und auf Kompression prüft, weil dann seid ihr sicher, die Dichtungen sind neu, die Dichtplatte ist neu, die Mechatronik ist geprüft, dann wisst ihr, es gibt keine Möglichkeit mehr, irgendwo Druckverlust zu haben. Dann seid ihr sicher, dass euer Getriebe auch möglichst lange hält, weil viele Fahrzeuge sind nicht aus erster Hand, viele Fahrzeuge sind Leasingrückläufer und keiner weiß wirklich, was ist vorher gewesen und wie ist der Vorbesitzer mit dem Fahrzeug umgegangen. Und damit ihr dann nicht irgendwann viel Geld für Getriebeinstandsetzung bezahlt, kann man das im Endeffekt vermeiden, indem man das Fahrzeug vorher diagnostiziert, sich die Werte anschaut und wenn die Werte nicht in der Norm sind, dass man einmal das alles prüft, checkt und dann weiß man, was man hat. In dem Fall haben wir hier eine defekte Mechatronik. Wir haben nicht die richtige Kompression zwischen dem Kolben und dem Gehäuse. Wir sollten einen minimalen Wert von 18 haben. Wir prüfen einmal gemeinsam, wie hoch der Wert ist. Das ist die defekte Stelle. Und man sieht zum Beispiel, wir haben hier einen Wert von 6. Das ist die defekte Stelle. Das heißt, wir werden jetzt diese Mechatronik gemeinsam instand setzen. Wir bauen das Ventil einmal aus, beziehungsweise den Kolben, und werden jetzt bei einer Bohrung es erweitern, damit wir das instand setzen können. Jetzt wird der Durchmesser aufgeweitet mit dem Bohrer und danach wird ein Reparaturkolben eingebaut. Wir drehen jetzt und man merkt, das Aluminium fällt hier runter. So, jetzt haben wir bis zum Ende gebohrt, weiter geht das nicht mehr und jetzt werden wir den gleich ausbauen, reinigen und die Reparaturkolben einbauen. Und ihr werdet sehen, wir haben auf einmal eine ganz andere Kompression als vorher. Und das war ja der defekte Bereich. Den haben wir komplett durchgebohrt. Hier sieht man, hier ist auch der Dreck, der da rauskommt, beziehungsweise Metall. Jetzt machen wir das alles einmal sauber und bauen den Reparaturkolben ein und dann prüfen wir das gemeinsam. Das ist der neue Reparaturkolben. Das ist sozusagen die Endhülse. Und jetzt messen wir mal, wie die neuen Werte sind. Ihr seht, wir haben fast 30. Damit haben wir die Mechatronik komplett instand gesetzt. Wir verbauen eine neue Dichtplatte zwischen den beiden Hälften, ne, das heißt eine nagelneue, damit die ganzen Gummikumpeln alle noch heil sind. Und jetzt haben wir den Druckverlust beseitigt. Wir haben die Dichtplatte ausgetauscht, wir haben hier den Druckverlust, der hier war, haben wir sozusagen durchgebohrt. Die ganzen Gummidichtungen zwischen Mechatron und Getriebe werden ausgetauscht, Ventile werden ebenfalls gesäubert und die Gummikomponenten in der Mechatron, wie zum Beispiel die Kolben oder halt die Puffer, werden ebenfalls gewechselt. Damit das bei euch alles nicht notwendig ist, muss man die richtigen Maßnahmen treffen bzw. durchführen, damit das Getriebe möglichst lange hält. Wenn ihr an sowas Interesse habt, schreibt uns eine E-Mail und dann können wir euch über die Fernwartung die richtigen Maßnahmen empfehlen oder kommt zu uns nach Hamburg, dann ist das natürlich noch viel einfacher. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.